So Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Jetzt ist es endlich soweit, wir mähen den ersten Schnitt. Aber erst einmal euer Teil, wir mähen den in zwei Teile, weil die weiteren Flächen im Moor noch nicht so weit sind. Ich habe hier gerade die Stöcke mit den Säcken drauf raus, weil mir die immer reinstecken wegen die Rehe. Ja, hier steht jetzt nicht so viel, weil das ist vom Wald-Trinkwasserschutzgebiet. Aber das ist halt reich mit Kräutern und so. Ja, wie ihr seht, mähen wir mit dem neuen Mähwerk. Gestern haben wir das erste Mal verwendet, deswegen habe ich auch gestern noch nicht gefilmt, weil wir einfach mal erst einmal ein wenig gucken haben müssen mit dem Mähwerk. Und ja. Gestern war Samstag. Gestern haben wir um 3 angefangen zu mähen, dann bis um 6 weiter gemäht und dann erst einmal aufgehört. Haben wir es gut sein lassen. Gestern war es schöner wie heute. Irgendwie heute kommt Sonne noch nicht ganz so gut durch, aber das wird bestimmt noch. Und das Wetter, das ist halt unberechenbar dieses Jahr und der Wetterbericht, der hat auch gar keinen Wert, aber hier im Wald, da sind ja ein Haufen so Kräuter gemischt, Zeugse. Das passt jetzt schon. Wir haben jetzt heute schon eine Weile gemäht. Seit 9 sind wir jetzt halt dabei. Mein Vater tut auch seit 9 das von gestern schon schwaden. Und dadurch, dass ich gestern nicht gefilmt habe, kann ich jetzt halt mal gucken. Also ich hoffe schon, dass ich vom Schwaden auch noch Aufnahmen kriege. Aber wenn nicht, dann ist halt nicht schlimm, weil es muss halt einfach vor allem die Arbeit durch werden und dann das Filmen ist dann erstmal zweitrangig. Ja, aber bisher läuft's gut. Morgen tun wir's rein. Morgen ist Montag. Da muss ich wieder in die Schule, muss ich mal schauen, wie viele Aufnahmen ich für euch machen kann. Also viel Spaß mit dem Video.
wir sind jetzt schon am Schwaden hier. Wir haben gerade einen Tausch gemacht. Mein Vater geht jetzt in den Stall, mein Onkel macht weiter jetzt. Ist bloß gerade, wir müssen immer in Schichtwechsel sozusagen mitfahren, weil nämlich meine zwei kleinen Cousins und mein Bruder auch noch dabei sind. Genau, wir müssen jetzt, vielleicht wären wir ja heute mit dem Schwadern fertig. Wird aber eher sogar wenn kritisch werden. Aber dadurch, dass wir jetzt das neue Mähwerk haben, kann man es ja sehen hier. Die Schnittqualität ist gut, es ist nicht so abgerissen, sondern schön abgeschnitten und auch einheitlich hoch, und deswegen müssen wir den Schwaden nicht mehr so tief runterlassen und dann bringen wir weniger Dreck ins Gurte. Also insgesamt muss ich sagen, dieses Gurte ist picobello sauber. Das habe ich noch nie gesehen, dass der Silo so arg sauber war. Also es wurde nach Mähen so, selbst mit Maulwurfshügel und so. Ja, vom Ertrag her steht das überall bombig. Da kann ich gar nichts sagen. Und das ist auch gute Qualität. An drei Wiesen war es recht alt. Da muss man schon sagen, das war schon langsam grenzwertig, aber im Großen und Ganzen ist es echt nur ein gutes, feucht, schönes Futter. Also ich denke, das zelliert wirklich ziemlich gut. Und ja, ich tue jetzt einmal ein wenig vom Schwadern ein wenig filmen. Es ist jetzt halt noch wärmer geworden. Also beim Mähen war es noch nicht ganz so warm, es ist jetzt halt 4 oder kurz nach 4, es ist jetzt nochmal ein wenig wärmer geworden. Geht schon so in Richtung schwül, aber ich denke, es kommt kein Gewitter, weil ein kühler Wind geht ein wenig. Oder, ja, was heißt kühl, eher schon ein wenig warm, kühl, warm. Und genau. Dann mache ich jetzt halt Aufnahmen und dann gucken wir mal.
Sag mal, da vorne steht irgendwie. Ich glaube, das ist der Rettinger mit dem Auto. So Leute, wir sind jetzt halt fertig. Das Silo ist jetzt nur zu. Haben wir nur zu gemacht. Das ist jetzt oben über den Silorand ordentlich drüber gegangen. Zwei Silos haben wir voll gemacht. Haben wir normal immer geschafft, wenn wir alles gemäht haben. Wir haben ja erst gut 3/4 gemäht. Also das wäre schon noch mehr geworden sonst. Also das eine Silo ist voll. Und... mir ist gerade was ins Auge geflogen. Und da drüben das Silo. Das war leer, das ist jetzt auch voll. Die haben wir jetzt vorhin alle beide zugemacht. Und ja, es hat jetzt gut was gegeben. Vom Silo her. Das ist überall gut gestanden dieses Mal. Da kann ich nichts sagen. Ja. Zudecken ist auch gut gegangen. Bis auf ein kleines Malheur. So Leute, ich muss jetzt nur noch mal kurz... Ich habe gerade das Video geschnitten und gesehen, da ist die Aufnahme abgebrochen. Das Malheur, was passiert ist, ist, dass die Unterziehfolie einen Produktionsfehler gehabt hat und die einfach nicht durchgeschnitten war, sondern das war ein Siloschlauch, aber nicht als Siloschlauch bestellt, sondern schon als Folie, aber hat nicht, haben sie halt einen Produktionsfehler gehabt. Genau, aber das Verlieren an sich ist gut gelaufen, ist ja schon viel geworden, habe ich ja gesagt und genau, nachdem jetzt das Ende nur nachträglich aufnehmen, weil die Aufnahme abgebrochen ist, kann ich auch gleich sagen, heute ist der Freitag vor die Ferien, ich weiß nicht welches Datum heute ist, auf alle Fälle heute jetzt um 3, also in einer halben Stunde oder so fangen wir an. Zum Mähen, zweiten Teil vom ersten Schnitt, das kann ich nur kurz nur an der Stelle beitragen, weil ihr jetzt das nur nachträglich aufnehmen. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und guckt auch mal auf meinem Shop vorbei. Den verlinke ich unten und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.